Herzlich willkommen zu meinem Cheesy Cube Introduction Video. In diesem Video zeige ich euch bis jetzt alle Cheesy Cubes, die es gibt. Also mein eigenes Setup, das ich auf diesen Cubes habe. Da unten sind 2x2, dann halt Budget Cubes, die Moyu Cubes, also die, die nicht extrem teuer sind, und da oben halt die ganz teuren Game Cubes. Also, fangen wir unten an. Das ist ein Cheesy YG MGC 2x2. Der Cube ist extrem schnell und hat ein mega smoothes und leichtes Gefühl. Also der Cube ist mega gut für die, die gerne ein leichtes Gefühl haben. Aber man muss ihn auch recht gut kontrollieren können. Und das ist ein Soundtest davon. Also, zum nächsten Cube, der Cheesy Volk 2M. Der Cube ist schneller als die meisten Volk 2s und hat ebenfalls ein extrem smoothes Gefühl. Er ist extrem stable und ist einfach ein extrem guter 2x2. Jetzt noch ein Soundtest. Also, kommen wir zum nächsten Cube, der Cheesy Yushin Kailin Version 2M. Der Cube ist extrem smooth, hat fast keine Resistenz beim Drehen und hat extrem gutes Corner Cutting. Der Cube ist einfach allgemein mega gut für jedes Event und ist einfach ein sehr guter Cube. Jetzt noch ein Soundtest. Also, kommen wir zum nächsten Cube. Der Cheesy GTS 3LM. Der Cube hat ein Gefühl, das sehr gummy ist. Aber er ist auch extrem smooth. Und ist einfach auch sehr crunchy. Und hat auch wiederum extrem gutes Corner Cutting. Und ist wirklich mega angenehm zum Drehen. Und jetzt noch ein kurzer Soundtest. Zum nächsten Cube, der Cheesy GTS 2M. Der Cube ist eher ruhig für den GTS 2. Und wiederum, er ist langsamer als der GTS 3 und hat nicht ganz so gutes Corner Cutting. Ist aber auch wieder extrem smooth und auch wirklich ein sehr guter Cube. Jetzt noch ein Soundtest.
zum nächsten Cube, der Cheesy Gen Air SM. Der Cube ist extrem gut, ist sehr crunchy und auf dem kann man extrem gut solven und hat einfach eine Hammer Performance. Und jetzt noch ein Soundtest. Zum nächsten Cube, der Cheesy Gen 354M. Der Cube ist extrem schnell für einen 354 und wiederum extrem smooth. Und er ist wirklich eher auf der ruhigen Seite und ist einfach super angenehm zum drauf solven und halt ein mega guter Cube für One-Handed. Jetzt noch ein Soundtest. Zum nächsten Cube, der Cheesy Gen 356X. Der Cube ist nicht so mein Geschmack, aber er ist sehr smooth und hat einfach ein super leicht drehendes Gefühl. Und er ist einfach ein sehr, sehr guter Cube, der auch sehr zu empfehlen ist. Jetzt noch ein Soundtest.